wunderschönen guten Tag aus Dinkelsbühl. An den wunderschönen, ja, ich muss schon sagen, wirklich wunderschönen Sonntag. Also ich bin jetzt hier in meiner Werkstatt, aber draußen ist es ja wunderschön, die Sonne scheint. Die ersten Frühlingsgefühle kommen raus, die Nase kitzelt, also es ist echt toll. Aber nichtsdestotrotz, ich muss mich heute um dieses Fahrzeug hier kümmern, die Frida, das Frida-Mobil. Wir haben hier ja schon mal das Fahrzeug vorgestellt. Da hat man ja schon einiges verbaut mit Wechselrichter und Liontron. Da haben wir hier unseren Kasten mit der ganzen Stromverteilung. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Bitte nicht wundern, hier liegen jetzt gerade nur ein paar Kabel rum. Hier haben wir unsere Verteiler, Plusverteiler, dann Masseverteiler, Solarregler, Hauptsicherung, Sicherung für einen Wechselrichter. Da drüben ist die Hauptsicherung für einen Batterieschalter, schön zugänglich. Und der FI für Wechselrichter, nach dem Wechselrichter für die Netzvorrangschaltung und. Aber ihr seht hier ja noch das leere Fach. Und genau um das geht es heute, weil hier baue ich jetzt gleich die Dieselheizung ein, also sprich die Druma D6E Diesel mit entsprechend der Elektromöglichkeit. Und dazu war natürlich etliches nötig. Zum einen musste man ja erstmal alles ausbauen. Dann haben wir hier die Gasleitung entsprechend nach oben gebogen, damit die nicht mehr im Weg ist. Die fixieren wir jetzt da an der Wand. Wir lassen die Gasleitung, weil es kann ja sein, dass irgendjemand dann vielleicht auch mal wieder das Fahrzeug rückbauen will. Die Gasleitung liegt drin, die schneidet man natürlich nicht raus. Aber um dass das Ganze sicher ist, müssen wir natürlich hier auch, hier ist die Gasverteilung, dementsprechend hier die Gasverteilung abklemmen, hier die Mutter aufmachen, dann die Gasleitung rausziehen und hier wird ein Blindstopfen drauf gemacht, der dann die Austrittsmöglichkeit abdichtet, selbst wenn man hier einschaltet, dass dann dementsprechend kein Gas mehr rauskommt. Aber die Gasleitung lassen wir, aber die befestigen wir natürlich so, dass während der Fahrt und so nichts klappert und dass man da nirgends hinkommt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dann haben wir natürlich hier die ganze Abgassituation verändern müssen. Hier kennt ihr ja den normalen Druma-Ausgang, das ist ja der kleine Runde. Den musste man natürlich rausmachen und hier die ganze Geschichte neu einschneiden. Warum ist es so? Ganz einfach, weil hier natürlich auch eine Platine drin verbaut ist, weil wir hier eine Ansaugung und ein Abgas zugleich haben. Also er saugt ja gleich die Luft an für die Verbrennung und dort natürlich die Abgase nach außen transportieren. Also das ist auch die Variante, wo da natürlich extrem geändert werden muss. Um das dementsprechend zu regeln, geht auch hier dieses Kabel weg, damit er den Ventilator, der die Frischluft ansaugt, auch dementsprechend steuern kann. Und ansonsten bleibt natürlich alles gleich. Hier sind die Wasseranschlüsse dementsprechend. Und dann haben wir hier nur einen Verteiler gesetzt für 230 Volt, weil hier wird dann noch die 230 Volt Thematik angeschlossen. Die Luftverteiler hier, die kann man natürlich wieder nutzen, die bleiben. Das ist ja exakt das gleiche Gerät, da ändert sich nichts. Genauso wie der Frostwächter, alles kann so bleiben. Das muss sich nicht verändern. Nur eben der Kamin und dann dementsprechend natürlich auch die Abgasrohre, weil die anders sind. Und die muss man natürlich auch berücksichtigen und ändern. Und was noch geändert, sprich was natürlich auch noch vorbereitet werden muss, sehen wir eben hier. Das ist zum einen diese Spritleitung, das ist die Dieselleitung, die wir hier durchgeführt haben. Das Loch war schon da, weil da ging ja die Entlüftung, die Wasserentlüftung raus. Und dementsprechend haben wir hier jetzt noch die Dieselreihung reingezogen. Und natürlich auch noch, wo ist das andere Ende? Die ist sehr lang. Die werden wir jetzt auch noch entsprechend kürzen. Das ist natürlich hier der Anschluss für die Dieselpumpe. Weil auch die muss ja von der Heizung her getaktet werden, damit dementsprechend der Diesel
dann natürlich in die Heizung kommt zum Verbrennen. Und die wird von der Heizung angesteuert. Und die Leitung, die Dieselleitung, die hier runter geht, müssen wir natürlich dann am Tank andocken. Und dann nehme ich euch mal hier mit. Da sehen wir das hier. Da haben wir hier den ganzen Tankentnehmer, muss man natürlich ausbauen. Dann bohren wir hier einen neuen Tankentnehmer ein, wo dann die Spritleitung, die Dieselleitung sauber rausgeht. Sieht man hier, wie das gemacht ist. Sauber verlegt, alles sauber gemacht, dass wir hier jetzt gleich den Deckel wieder zumachen können. Und dann ist das dementsprechend auch schon fixiert. Und die Dieselpumpe haben wir ja unten auch schon montiert. Das blende ich euch dann wieder ein, weil da muss er jetzt unter das Auto krabbeln. Und mit dem Gimbal, das geht so nicht. Aber ich werde es dann dementsprechend gleich nochmal fixieren und euch einblenden, wie wir die verbaut haben. Ja, das machen wir gleich. Blenden wir jetzt ein. So, jetzt hier die Einblendung von unserer Dieselpumpenmontage. Hier sehen wir, wie wir die Dieselpumpe montiert haben. Da geht die Leitung hier hoch. Das wird natürlich noch alles sauber abgedichtet von oben, von unten und noch richtig clean gemacht. Hier ist die Entwässerung, wo wir gesagt haben, die Entlüftung. Und hier geht dann die Dieselpumpe durch. Also wichtig bei der Dieselpumpe ist natürlich, dass sie zum einen komplett frei hängend ist. Also ihr seht, das Klackern hier selbst beim Fahren, die stößt hier nirgends an Karosserie oder sonstigen Leitungen an, wo hier irgendwas übertragen werden kann. Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich die Schräglage. Da geben immer verschiedene Hersteller verschiedene Schräglagen an. Man muss halt die Pumpe, jetzt sehen wir es hier mal, wenn wir es richtig davor gehen, dementsprechend anständig verbauen, damit die eben die Winkel einhält. Dafür gibt es eben extra diese Gummi. Es wackelt ein bisschen, ihr verzeiht mir das, weil ich liege unterm Auto. Das ist nicht ganz so einfach. Dafür gibt es nämlich diese Gummiaufhängung, wo immer mitgeliefert wird und wo dabei ist. Da gibt es natürlich sicherlich bessere Möglichkeiten, aber es ist nun mal so, wie es ist. Und das Klackern, wo dann da entsteht, das sind auch spezielle Flüsterpumpen bei Truma, hält sich da echt in Grenzen. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass diese nirgends... Super! Habt ihr auch gesehen, wie die Dieselpumpe sitzt? Ganz wichtig, wie ich vorhin schon gesagt habe, natürlich freihängend und gummigelagert, damit keine Geräusche auf die Karosserie übertragen werden. Dann das vorhandene CB Plus können wir natürlich verwenden. Das haben wir hier oben. Zeigt jetzt aktuell natürlich den Fehler an, keine Energie, sprich 255. Klar, weil es ja nichts angeschlossen ist, ist ja keine Truma vorhanden. Also zeigt er natürlich aktuell gerade einen Fehler an. Aber das wird sich jetzt dann ändern, wenn wir die Pumpe oder beziehungsweise die Truma hier eingebaut haben. So, in diesem Sinn, das zeige ich euch jetzt dann gleich, wenn die Truma sitzt. Da schalte ich dann wieder drauf und da sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, nun haben wir das Fahrzeug fertiggestellt. Die ersten Testläufe haben wir gemacht. Da haben wir jetzt die Dinette schon wieder alles zusammengebaut. Die elektrische Verteilung ist fertig. Und die Dieselheizung sitzt. Fertig eingebaut. Nur noch ein paar kleine Handgriffe und dann ist das Thema erledigt. So, jetzt gehen wir vor wie folgt. Testlauf haben wir vorhin schon gemacht. Hier schalten wir das ganze Thema an. Drehen wir mal ziemlich hoch. Ich habe es vorhin schon mal richtig frei brennen lassen. Und dann schaltet ihr auch gleich ein. Das Warmwasser funktioniert auch. Das haben wir auch warm laufen lassen. Hat auch alles funktioniert. Und ist perfekt. So, jetzt geht's los. Man hört hier drin, das habe ich auch festgestellt, keinerlei Geklacker. Also das ist phänomenal. Ich habe euch ja eingeblendet, wie man die Dieselpumpe richtig montiert. Freihängend mit der Gummilagerung. Und echt top. Also ich muss sagen, da klackert nichts, da macht nichts. Das ist genial. Jetzt am Anfang ein bisschen und danach, wenn die Heizung startet, lässt es auch gleich nach. Ja, was haben wir hier noch alles verbaut? Hier drin haben wir noch unseren Router vom Max
View. Den haben wir da reingebaut. Sind wir auch durch die Dachdurchführung raus. Dann nehme ich euch einmal schnell nur mit hoch, damit wir das auch entsprechend sehen. Noch vorher hier nochmal kurz zur Erklärung die Thematik von dem Abgas. Hier kommt das Abgas raus vom Diesel und hier saugt er die Frischluft an. Da ist innen drin nur eine Platine, darum muss der ganze Ausschnitt natürlich auch geändert werden, damit das alles sauber funktioniert. Die Abgasrohre, wie wir drin gesehen haben, sind ja auch alle anders. So, das Fahrzeug hat eine Solarplatte bekommen mit 160 Watt, hat einen MaxView bekommen, eine Internetantenne, wo wir innen drin ja gerade den Router gesehen haben, hat eine Dieselheizung bekommen, hat ein Soundpaket von der Firma Gladen bekommen, hat eine 200 Amperestunden Liontron mit einem 1700 Watt Wechselrichter und ein Kombigerät von Ladegerät und Booster von der Firma Büttner. Und das alles haben wir jetzt sauber abschließend verbaut und sind hier jetzt somit fertig. Also richtig toll. Schönes Fahrzeug. Ihr seht, wenn wir jetzt hier aufdrehen, jawohl, kommt auch gleich warmes Wasser, weil ich es vorhin schon aufgeheizt habe, darum ist es natürlich nur warm. Das ist perfekt. Pumpe läuft auch. Ja, dann werden wir jetzt hier nur ein bisschen sauber machen, nur zwei, drei kleine Handstriche machen und dann sind wir hier auch schon fertig. Und dann gehen wir das Fahrzeug ab. In diesem Sinn hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Der Einbau war interessant. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Genießt ihn und bleibt gesund. Über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich ganz herzlich. Und an der Stelle auch nochmal mega, mega lieben Dank, dass der Zuspruch so da ist und dass das so interessant ist, was wir tun. Ihr euch das auch regelmäßig anschaut. Dafür wirklich Dankeschön. Wir werden das auch dementsprechend weiterführen, ganz klar. Wir fühlen uns da sehr geehrt, ist alles nicht selbstverständlich. Und in dem Sinn, alles Gute und bis bald. Ciao, ciao aus Dinkelsbühl.